Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich mein aufgebraucht und platt gemacht Video im Monat Dezember. Und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen mit mir die Produkte Revue passieren zu lassen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. In diesem Format zeige ich dir leere Verpackungen von Produkten, die ich verwendet habe, das heißt, die ich wirklich von Anfang bis Ende aufgebraucht habe. Da ist alles Mögliche drin, vor allem natürlich im Bereich Beauty, aber auch jetzt natürlich Weihnachtszeit, Leute, Kerzen. Ein bisschen Haushalt habe ich mit am Start und das Ganze ist halt relativ bunt gemischt. Und deswegen würde ich sagen, nicht lang schnacken, wir starten einfach mal. Und zwar starte ich mit dem Part, wo ich nicht jedes Produkt einzeln zeigen werde. Es hört sich nach Altglascontainer an, ist es fast auch. Also hier sind ganz viele Kerzen drin, die ich alle quasi verdüftelt habe, also die jetzt in dem Dezember ausgebrannt sind. Wir haben allerhand mögliche unterschiedliche Kerzen. Rubinlicht habe ich hier drin, ne? So sieht das dann aus. Ich habe hier aus dem Arbeitmeier Adventskalender so kleine Kerzen. Da sind auch überall noch so Kerzenreste teilweise mit drin. Und ich habe über eBay Kleinanzeigen jemanden gefunden, die gesagt hat, Mensch, es wäre total super, wenn du für mich sammeln würdest oder für meine Tochter. Die möchte jetzt selber irgendwie Kerzen gießen. Und die wird dann jetzt kurz nach Weihnachten, wahrscheinlich an dem Tag, wo ihr das Video seht, die Kerzen abholen. Und da sammle ich jetzt immer, und das finde ich ganz cool, weil sonst habe ich die halt wirklich immer entsorgt, ne? Und hier hat sie jetzt einfach die Möglichkeit, dann selber da rein Kerzen zu gießen oder so. Vor allem, wenn du dann auch so schöne Gläser hast, wie hier von Juwelkerze und so, ne? Schon cool. Und ja, hier sind manchmal halt echt noch ganz schön große Reste drin, weil es kommt immer ganz drauf an, wie man die Kerze dann ja auch ausgebrannt hat, weil manche Kerzen, oder manchmal konnte ich die Kerzen halt nicht komplett runterbrennen lassen, beziehungsweise am besten ist es ja wirklich, wenn du die Oberfläche einmal komplett anschmelzen lässt und dann erst die Kerze auspustest. Das konnte ich manchmal leider nicht. Das sieht man zum Beispiel bei dieser Kerze, dass es nicht immer möglich war, ne? Sodass dann immer dieser Rand stehen bleibt. Das ist dann echt blöd. Ich versuche es aber, ne? Aber manchmal, dann geht alles ein bisschen schneller. Jo, das wäre tatsächlich das Erste, was ich euch zeigen wollte. Ja, also ich habe jetzt davon abgesehen tatsächlich zukünftig, dass ich mir Actionkerzen hole, weil da ist mir ja mal eine um die Ohren geflogen. Ansonsten muss ich wirklich sagen, ob ich jetzt von Ikea welche habe oder so, ne? Brennen tun sie alle ganz gut. Ich muss wirklich gestehen, dass wenn ich die hochwertigeren Kerzen habe, sowohl Arbeit May als auch Juwelkerze, als auch, ich hatte auch so sackteure in Adventskalendern drin, ne, von Neom und so, die brennen schon länger. Also da hast du länger was von und noch länger halten dir die Kerzen, wenn du die vorher in den Gefrierschrank packst. Ne, dann, das ist auch noch so ein kleiner Tipp. Genau, dann hast du länger was davon. Nur mal so als kleiner Tipp am Rande, denn die Tipps, die gibt es hier auch noch. Und apropos Tipp, ich komme zum Sponsor des heutigen Videos und das ist Beauty Mates. Und da möchte ich euch gerne das Anti-Falten-Set ans Herz legen, denn ich habe hier die Hyaluron Cream Lift leer gemacht. Und die möchte ich euch einfach gerne in Kombination mit dem Falten Control Booster empfehlen. Denn Beauty Mates hat sich einfach zum Konzept gemacht, dass du so ein, du kannst dir deine Pflegeserie selber zusammenstellen. Und da könnt ihr mit Claudi 30, zuallererst, das wollte ich erwähnen, 30% auf das komplette Sortiment sparen. Das heißt, wenn ihr euch ein Set selber zusammen kreiert, dann spart ihr dadurch, dass ihr euch ein Set zusammenstellt. Und on top bekommt ihr dann auch nochmal 30%, wenn ihr meinen Code Claudi30 verwendet. Richtig cool. Also, ich arbeite schon richtig lange mit Beauty Mates zusammen. Ich finde, das ist ein ganz toller Kooperationspartner. Und das hat meine Hautpflege schon so ein Stück weit verändert. Und auch irgendwo mein Gesicht verändert. Also mein Hautbild, so sagt man. Ne? Genau, ich habe hier die Creme, wo wir Ziza, Moringa, also Ziza-Extrakt, Ceramide, Moringa-Öl, Mango-Butter drin haben, also super reichhaltig. Das ist so die Wintercreme für mich, ne? Und die habe ich dann, wie gesagt, kombiniert mit dem Falten-Control-Booster. Und in dem Falten-Control-Booster haben wir dann super schöne Sachen drin. Zum Beispiel, ich glaube, das müsste künstliches Botox oder sowas sein, ne? Oder natürliches Botox, so nennt sich das. Damit kann man so diese schönen Krähenfüße verschwinden lassen oder minimieren, diese Stirnfalten oder hier die Falten. Und das ist schon eine ganz tolle Geschichte. Kann man sich entweder pur aufs Gesicht aufgeben oder in die Creme eingemischt.
Da kannst du sowieso in die Creme 1 bis 3 Tropfen von den Boostern reinmischen und dann dementsprechend 1 bis 3 Booster mit der Creme kombinieren. Finde ich persönlich immer eine recht schnelle, easy peasy Geschichte, weil du dadurch dann halt auch ruckzuck das in den Händen hast, ruckzuck im Gesicht, fertig ist die Laube. Ja, Beauty Mates ist eine Firma, die in München ihren Sitz hat und ein kleines Start-up ist. Und dort haben wir wirklich gute Produkte, vegan, tierversuchsfrei, ohne PEGs, ohne Parfümstoffe, ohne dies, das, Ananas. Halt wirklich nur das, was reingehört, und das gefällt mir richtig gut. Meine trockensensible Haut verträgt die Produkte sehr gut und deswegen seht ihr in, ich glaube, jedem aufgebraucht Video irgendwas von Beauty Mates, einfach weil ich sehr gut damit fahre und ja, auch gerne die Kooperation fortführe, auch im nächsten Jahr. Claudi30 ist dieses Mal der Code, den ich euch mit an die Hand geben kann für 30% Rabatt. Alles ist in der Infobox verlinkt. Ich habe euch hier zwischenzeitlich auch immer wieder was eingeblendet. Also schaut auf jeden Fall dort mal vorbei und gerne mal beim Set-Konfigurator, um euch da das Set selber zusammenzustellen. Und ja, ne? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal weiter mit den weiteren Produkten, die hier leer gegangen sind. Ich bin dieses Jahr Mama geworden. Das ist jetzt quasi an dem Tag, wo ich drehe, exakt 6 Wochen her. Und das heißt, ich bin jetzt quasi auch mittendrin im Still-Business, sodass ich da auch schon das ein oder andere testen konnte. Also ich habe jetzt 2 verschiedene. Da kann ich einfach relativ kurz und knapp was zu sagen. Ich brauche jetzt nicht jedes, ne? Aber ja, einmal habe ich von Rossmann Baby, Mamas Baby Dream die Stilleinlagen und hier von DM die Baby Love Stilleinlagen. Ich habe mir die von DM jetzt nachgekauft, weil ich einfach bei DM bestellt habe und die einfach dann in dem Sinne günstiger auch waren, wenn ich jetzt halt auch so ein großes Pack bestellt habe. Aber ich finde die von Rossmann eigentlich besser, weil der Kleber besser hält. Ne? So oder so, beide haben nur ein Klebepad, sodass es dann im Still-BH oder wo auch immer drin befestigt wird. Ja, aber man braucht es auf jeden Fall. Also ich brauche es definitiv, ansonsten wird das eine ziemlich unangenehme Angelegenheit. Ja, und ja, also ja, wenn ich mich entscheiden dürfte, müsste, könnte, wären die von Rossmann eher so mein Favorit und die von DM wären dann eher zweite Wahl für mich, aber ich habe mir jetzt trotzdem die von DM nachgekauft, weil das gerade einfach passte. Dann habe ich hier noch die ein oder andere Maske aufgebraucht. Hier habe ich einmal die Mickey Mouse Facial Sheet Mask, die die Poren reinigen soll. Die habe ich von Marion bekommen. Ein leichter Weichzeichner mit ganz viel Serum und das hat mein Herz erwärmt. Hat mir gut gefallen, habe ich gerne gemacht, hatte auch ein süßes Motiv mit drauf, das finde ich auch immer ganz fancy. Die habe ich gestern erst gemacht, die fand ich richtig gut, von Rare, Elixir Intense. Eine nährende Maske ist das, die ist aus Frankreich, genau, die habe ich von Simone im Zuschauerpaket gehabt. Fand ich richtig gut, wow, habe ich mir drauf geschrieben, sehr dünn und pflegend. Also ich fand die auch vom Sitz her richtig, richtig gut, also das war nahezu perfekt. Ich habe immer, dass mir Tuchmasken so ein bisschen hier über die Stirn hinausgehen, aber die hat auch wirklich so an den Seiten, die hat richtig gut gesessen, Leute. Und die hat auch gut gehalten, das war echt toll. Da hat man nicht auf den ersten Blick gesehen, dass ich eine Maske drauf habe, sondern wenn man so recht nah rangekommen ist. Ne? dann habe ich tatsächlich auch Masken gemacht, die ich morgens mache. Morgens habe ich immer so Pöttchen oder Tubenmasken da stehen in meinem Spiegelschrank und jeden Morgen nehme ich da eine andere Maske. Und da habe ich jetzt hier einmal die gemacht von Yves Rocher, Soothe Foam Mask. Die war cool. Die war fluffig und beruhigend. Die war wie so aufgeschlagen. Also ganz, ganz interessant von der Konsistenz her. Der Duft war okay, ne? Kam ich halt mit klar. War auf jeden Fall eine schöne Maske, die mir gefallen hat. So nämlich. Dekorative Kosmetik habe ich auch ab und an mal so ein bisschen verwendet, ne? Hey Honey, Good Morning, Honey Silk Facial Serum. Das konnte man aber auch als Primer verwenden. Habe ich gemacht, hat mir richtig gut gefallen. Das kommt auch zu meiner aufgebrauchten dekorativen Kosmetik, denn auch darauf möchte ich gerne mit euch Anfang nächsten Jahres eingehen, was ich da so aufgebraucht habe übers Jahr. Da bin ich nämlich auch mal gespannt, ne? So nämlich. In dem heißen Sommer vor allem, aber da habe ich mich trotzdem auch viel geschminkt. Von Go and Home habe ich eine Fuß- und Beincreme aufgebraucht, die ich aber nur für die Füße verwendet habe, mit Rosmarin. Ja, ne, das konnte man sehr gut machen. Ich fand die manchmal etwas krümelig, also die, also, wie sage ich das? Es hat sich halt hier vorne immer so, das sieht nicht schön aus, ne? So angetrocknet. Und wenn man sich das dann aufgetragen hat, war das wirklich manchmal, als hätte man so Sandkörner da drin. Das war ein bisschen uncool.
Naja, dann habe ich auch mal eine Ampulle gemacht von Dr. Grandel, die Hyaluron glättend und aufpolsternd. Das ist eine große Ampulle, ne? 3 ml. Die zieht komplett ein, pflegt gut und wird so ölig auf der Haut. Fand ich aber echt top. Die war irgendwo in einem Adventskalender oder so drin. Und hier ist eine Pappverpackung, was ich auch sehr, sehr schön finde. Das heißt, die kommt dann auch nicht in den Plastikmüll. Dann haben wir hier von Kokett. Das hatte mein Freund dann mal gekauft bei Aldi. Als ich gesagt habe, bring mal so Kosmetiktücher mit. Ist eine sehr kleine Packung, ne? Also da würde ich dann eher tatsächlich, hier sind nur 90 Blatt drin, genau, eher zu denen von DM oder Rossmann, ne? Was man halt da kaufen kann, würde ich halt eher so holen, weil da ist, glaube ich, 200 Stück in einer Packung drin. Das war jetzt ein bisschen wenig, aber gut, haben wir aufgebraucht zum Naseputzen, zum Popo abputzen für Julius und so, ne? Ja, war okay. Aber ob ich jetzt günstig oder teuer, macht den Braten nicht fett. Ich habe wirklich sehr viele Masken aufgebraucht. Wahnsinn! Von Melly habe ich diese wundervolle Maske von Balea gehabt. Chocolate Dream Tuchmaske mit weißer Schokolade. Fließ okay, Pflege okay, also eine okaye Maske. Ich weiß nicht, ob es die LE noch gibt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ypsala duften gewesen. Diese Maske hatte ich, ich glaube, in einem Adventskalender. Nein, die habe ich mir mal bei Purish gekauft. Genau, könnt ihr auch immer mal wieder mit Claudis Welt 15 oder im Dezember sogar noch Claudis Welt 20 auf diverse Marken sparen. Eine beruhigende Maske, Juicy Sheet Mask mit Teebaumöl von Holika Holika. Eine chillende Pflege mit dünnem Vlies, hat mir sehr gut gefallen. Dann habe ich hier noch eine Maske von Melly gehabt. Eine straffende Hydrogel-Gesichtsmaske von Balea mit Rosenwasser und Hyaluron. Rutscht und juckt leider, viel Serum, gute Pflege, fancy spacey. Fancy Spacey. Okay, ja, weil die halt so holographisch war, ne? Jo. Genau, das ist, glaube ich, auch im Standardsortiment drin. Dann von Tony Moly, die habe ich aus dem Trashy. War mir ausgelaufen, leider. Hautberuhigend von Tony Moly, genau. I'm Real. Auch wieder mit Teebaumöl. Hat mir mega gut gefallen. Ja, genau. Wie gesagt, aus dem Trashy. Ja, die hatte ich auch in einem Adventskalender von The Body Shop drin. Die Body Butter Shea für sehr trockene Haut. Die fand ich sehr, sehr gut. Die hat mir wirklich gut gefallen. War sehr reichhaltig. Das Einzige, was ich bei diesen Body Butters von The Body Shop immer ein bisschen schwierig finde, ist, dass die halt wirklich sehr, sehr butterig sind. Also sehr, sehr fest. Ne? Also das ist nicht so easy peasy, die zu verteilen. Aber ja, wenn du eh in einem warmen Badezimmer bist und das dann vielleicht vorher in den Händen so ein bisschen anwärmst, dann geht das auch wohl. Und hat auf jeden Fall sehr schön genährt. Das hat mir gut gefallen. Ja, hier habe ich von, was ist das denn? Impresan, glaube ich, ne? Das hat sich drüber geklebt. Ja, Impresan. Hygienespüler, Wäschedesinfektion. Verwende ich halt immer mal wieder, ne? Also das ist halt vor allem dann für unsere Wäsche, für Kinder und also für Julius Wäsche verwende ich das jetzt nicht. Auch wenn hier draufsteht, ideal für sensible Haut, aber da bin ich eher ein bisschen vorsichtig. Ich habe für Julius ja ein eigenes Waschmittel, ne? Da habe ich ja das von Frosch, müsste das sein. Ich habe hier keinen Platz mehr auf dem Tisch, Leute. Dann habe ich hier noch einen Weichspüler von Vernell. Auch das nicht für Julius Wäsche. Da müsst ihr auf jeden Fall, wenn ihr sowas habt, ne, da haben die Hersteller schon drauf geachtet, dass man das recycelfähiger entsorgen kann. Also ich gehe sowieso immer noch mal durch meine ganzen aufgebrauchten Sachen durch, bevor die im Müll kommen und fische das alles auseinander. Denn hier zum Beispiel nimmst du einfach die Außenfolie ab, sodass sich das besser recyceln lässt. Ansonsten ist es leider nicht so recycelfähig. Und wir müssen ja halt schon dran denken, dass das alle funktionieren sollte. Ne? Genau, das hier ist jetzt nämlich frischer Morgen gewesen. Die mag ich vom Duft her sehr gerne. Genau. So halt, ne? Und dann am besten auch noch den Deckel separat. So. Und dann lässt sich das am besten halt recyceln. Das riecht unheimlich gut, Leute. Wirklich. Mensch, Mensch, Mensch. So. Kommt Sammy um die Ecke, der wollte unbedingt eben mit nach oben. Ich weiß gar nicht, was du hast, Maus. Ja, du wolltest unbedingt hier mit nach oben, Sammy, ne? Wollte auch mal wieder mit dabei sein, wenn Frauchen Filme dreht. Sonst war er ja immer im Hintergrund mit dabei. Und jetzt ist es so, seitdem ich halt oben hier drehe, ist Sammy nicht mehr so begeistert davon, immer mitzukommen. Aber er hatte jetzt einfach Lust. Und dann waren wir eben spazieren. Und Julius ist natürlich jetzt unten bei Papa geblieben, ne? Ja. Und Sammy ist einfach mit hochgekommen. Süß. Hier habe ich von Hugon ein Körperpeeling. Das mag ich leider nicht so gerne. Das ist einfach zu sanft. Ja, also wenn ich Körperpeelings verwende, dann gerne richtig schrubbendes. Ja, so ein Salzpeeling oder Zuckerpeeling mag ich gerne. Dann habe ich hier von Balea die Maske Fruity Chocolate. Die fand ich auch gut. Also den von der Pflege her, den Duft mochte ich nicht so gerne, weil ich mag ja nicht gerne Frucht mit Schokolade. Aber die Pflege fand ich sehr angenehm. Habe ich von Marion bekommen.
Dann habe ich hier eine Maske, auch von Marion, Sweet Cutie Holiday Candy Sheet Mask. Da habe ich euch bei Instagram was zu gezeigt. Das sah so creepy aus, Leute. Sieht gruselig aus und duftet quietschsüß, aber gibt leichte Pflege. Ne, das ist halt eher so eine fancy Witzmaske. Genauso wie die hier. Sweet Cookie Facial Sheet Mask mit Perilla Leaf Extract. Keine Ahnung, Deep Cleansing. Auch die sah sehr creepy aus. Habe ich auch von... Nee, die habe ich von Seva. Genau, von Sebasti. Sieht gruselig aus und klärt leider nicht. Spendet aber Feuchtigkeit. Na, immerhin. Dann habe ich ein Deo leer gemacht, das hatte ich auch in meiner Krankenhaustasche. Da hinten will der junge Mann also liegen, sehr schön. Von Dove ist das ein kleines Deo, das habe ich aufgebraucht. Das ist halt immer wieder so ein Staple, finde ich, ne? Das hält halt trocken und mag ich gerne leiden. Dann habe ich hier die normale Schokolademaske von Balea leer gemacht oder verwendet von Melly. Mochte ich sehr gerne, dünnes Vlies, tolle Passform, reichhaltige Winterpflege, die fand ich echt toll. Ja, das lege ich zur Seite. Das war leider nicht so optimal, habe ich dann letztendlich verwendet für meine Beine. Diadermin Lift Plus Botology Anti-Age Augencreme. Die mochte ich nicht. Nee, die hat bei meinen Augen nicht viel bewirkt, ungefähr gar nichts. Und nee, meine Augen haben das nicht so gefeiert, deswegen habe ich das dann für die Beine verwendet. Ja, das ist bei Augencreme manchmal so ein bisschen krass, finde ich, ne? Weil Augencremes meistens recht hochpreisig sind und dann packst du dir das auf die Beine. Aber ja, was willst du machen? Ne? Okay, ich möchte jetzt mal was anderes zeigen als nur Masken. Ich habe so viele Masken gemacht. Hier habe ich ein Wimpernserum verwendet. Das ist das Lash Limb von Özlem, von Ella Nilo. Könnt ihr bei ihr auf dem Instagram-Profil Ella Nilo Shop kaufen und ich fand das sehr, sehr gut. Also das hat meine Wimpern wirklich auch verlängern lassen. Hat so ein bisschen Hormone drin. Das sind aber Hormone, habe ich mir nämlich nachgelesen, die in Augentropfen drin sind und nicht sich im ganzen Körper verteilen. Also das sind wirklich nur partiell, also genau an der Stelle, wo man es aufträgt, wirkende Hormone. Dementsprechend konnte ich das auch während der Schwangerschaft verwenden. Ist letztendlich dann immer so eine Sache, dass man sich das selber überlegen muss, ob man das möchte oder nicht. Ich habe es gemacht, habe mich damit sicher gefühlt, Gesundheitstermin. Und ja, habe es aufgebraucht und das hat meinen Wimpern wirklich einen Schub gegeben. Hat mir sehr gut gefallen. So, dann habe ich eine Seife aufgebraucht, die ich doof fand, von Cosnature. Sanfte Handseife, Wildrose. Die hat meine Hände ausgetrocknet und gestunken. Die mochte ich gar nicht, kann ich nicht empfehlen. Dann habe ich Hyaluronsäure von Dr. Barbour Ampullen aufgebraucht. Sammy weiß auch nicht, was er will. Die war wirklich feuchtigkeitsspendend, aufplampend und beruhigend. Mochte ich sehr, sehr gerne leiden. Kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich eine Maske von NYX aufgebraucht. Das sind fast nur Masken. Was ist los hier? Instamask. Die fand ich auch gut. Ja, die sollte einfach Purifying and Smoothing, also quasi die Gesichtshaut klären. War so ein kleines Pöttchen, hatte ich mal in der My Little Box drin, beziehungsweise hat man dazu bekommen, wenn man die My Little Box neu abonniert hat. Und da ich die My Little Box ja quasi in Kooperation bekomme, habe ich das Set auch zum Vorstellen bekommen. Ne? Dann habe ich Augenpads leer gemacht oder aufgebraucht. Hydrogel Eye Pads bei Balea Chocolate Dream. Dickere Pads, leicht rutschend. Pflegewirkung ist gut, habe ich von Melly bekommen, das war auch die Limited Edition. Dann von dem Adventskalender, irgendeinem, wahrscheinlich ist es der Glossy Goodie Box gewesen, ne? Von Mikura, die Eye Mask, waren dünn, kein Rutschen, schöne Pflege, die mochte ich auch. Dann habe ich ein Haarprodukt leer gemacht, oh, das hat gut gerochen, von L'Oreal Elvital Dream Length Aufbaushampoo. Langes geschädigtes Haar mochte ich sehr, sehr gerne, hat auch ganz, ganz toll gerochen, mega geil. Dann, ja, das hat mir leider nicht so gut gefallen, von Rituals Wild Fig. Das, also wilde Feige, ne? Das ist ein Raumduft, war auch im Adventskalender. Das hat mir im ersten Moment oder die ersten paar Tage sehr, sehr gut gefallen, aber ruckzuck war der Duft weg. Das fand ich schade, obwohl ich den Duft wirklich gefeiert habe, ne? Aber leider nur ganz am Anfang sehr intensiv und danach recht schnell verflogen. Das fand ich traurig, weil der riecht an und für sich sehr gut. Ja. Dann, oh, das war sehr schade, von Crash Cosmetics habe ich die... Das sieht nicht mehr schön aus, ne? Ja, ich hatte zwischenzeitlich einen Toner, ich weiß gar nicht, ob ich den letztes Mal leer gemacht habe, weil hier ist er, glaube ich, nicht mehr mit drin, den ich damit aufgetragen habe. Der war so ein bisschen dunkler und ja, hat das ganze Pad verfärbt. Die ganzen Pads, die ich alle dann entsorgt habe, die habe ich dieses Jahr erst neu gekauft, aber guck mal, wie die sich verformt haben, ne? Das hat echt keine Freude gemacht, damit sich...
einzusudeln. Deswegen Schaukakao. Eine Zahnpasta habe ich leer gemacht. Das ist meine Lieblingszahnpasta. Elmex Repair and Prevent. Die ist richtig gut. Meine Zähne lieben die. Kriege ich immer beim Zahnarzt. Voll gut, ne? Da gibt es immer Proben. Müsste man nachfragen. Die haben meistens was. Die Da Vinci Reinigungsseife für Kosmetikpinsel kann ich leider nicht so mega empfehlen. Da würde ich euch eher die von Luvia empfehlen, weil diese Seife sich halt super schnell aufbraucht. Das finde ich schade, ne? Also die ist nicht günstig, ist aber super schnell aufgebraucht. Und da hast du dann nicht viel Freude dran. Dann auch von Melly habe ich diese iPads wieder von Balea Chocolate Dream. Das waren dann die weiße Schokolade Augenpads. Nice, nicht verrutscht, hat mir gut gefallen. Dann habe ich einen Reinigungsbalsam von Physicians Formula leer gemacht. The Perfect Matcha 3-in-1 Cleansing Balm. Ja, den fand ich okay, aber nach wie vor ist mein Favorit The Calm Balm von Yepoda. Weil der wirklich sehr, 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 sehr gut die Sachen runternimmt vom Gesicht, also auch wasserfeste Mascara und so. Da hat der hier echt seine Schwierigkeiten mitgehabt. Ne? Also ich glaube, hier ist sowieso, wenn ich mir das runterrechne, hier sind nur 40 Gramm drin, der ist sowieso viel teurer als der von Yepoda, wenn ich das richtig rechne. Vor allem, weil bei Yepoda hat man ja immer irgendwie einen Code mit 30% oder so, teilweise sogar 43. Dementsprechend wisst ihr Bescheid, ne? Dann so viele Masken. Isana verwöhnende Maske aus dem Adventskalender mit Kakao und Mandel. Vanilleduft, total toll, cremig und pflegend. Hat mir gut gefallen, war eine Crememaske. Dann noch mehr iPads, dünn, kein Rutschen, top. Das waren die von Yuti, die iPads Luxurious Lift mit Vitamin A. Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich die überhaupt hätte machen dürfen, weil Vitamin A ist ja eigentlich Retinol. Oha, eiskalt, Claudinchen hat sie einfach gemacht. Dann habe ich noch gemacht die Augenpads von Starskin VIP, The Gold Mask Eye. Besonderes Material. Das ist so ähnlich wie die Q10-Masken, die man so von Balea zum Beispiel kennt. Nur viel, viel dünner und du hast halt nur dieses Filzmaterial und nicht dieses Klebematerial, was bei den Q10-Pads ist. Ne? Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr viel Serum. Das ist einfach eine schöne Geschichte. Und du hast das Gold unterm Auge. Geduscht habe ich auch mit Dove Shower Mousse Deeply Nourishing with Cotton Oil, also mit Baumwollöl. Okay. Ja, fand ich schön. Hat einen richtig tollen, fluffigen Schaumschaum gemacht bis zum Ende. Von Anfang bis Ende. Das fand ich ganz toll. Hat gut gerochen. Also mir persönlich hat das richtig, richtig gut gefallen. Ich glaube, ich muss mal kurz tauschen, dass ich das einfach auf den Schoß nehme. Ne? Dann kommen wir mal so ein bisschen zu Dalton. Dalton ist ja auch ein Kooperationspartner von mir. Mit denen arbeite ich einfach so gerne zusammen, Leute. Ne? Das ist einfach eine wertschätzende Arbeit, die man da hat. Und da habe ich auch ein paar Produkte von leer gemacht. Vor allem die Augenpads sind richtig toll. Hydrogel Lifting Augenpads, das sind einmal diese hier. Ich sage immer, du kannst damit über Kopf an der Decke staubsaugen, sofern du an die Decke kommst und da staubsaugen kannst. Aber die halten einfach richtig, richtig gut. Die pflegen die Augen langanhaltend. Das ist auch eine ganz wichtige Geschichte. Machen wirklich ein tolles Gedönsen und ist halt für Weihnachten oder Silvester auch eine ganz schöne Geschichte. Oder halt, wenn man für eine Hochzeit es macht oder wenn man sich, ne, auf einen Geburtstag vorbereitet. Da würde ich dann auch empfehlen, dass ihr dann nicht nur einmal die Pads macht, sondern dreimal vielleicht oder noch mehr. Man weiß es nicht, wie oft ich hier sie noch drin habe. Nein, ich fand die echt klasse. Ich hatte die sogar im Krankenhaus mit und habe die gemacht, als ich Julius geboren habe. Also nicht während der Geburt, hallo. Aber während der Genesungsphase, die ich dort hatte. Ne? Ich habe ja auch schon recht viel geweint dort, weil das alles ja nicht so schön gelaufen ist. Und dann macht es einfach mir persönlich Freude, wenn ich mich dann ins Bad zurückgezogen habe und dann die Augenpads mit drauf gemacht habe. Das war schon ganz gut so. Genau, ja, hat mir einfach gut getan. Genauso diese Maske, die habe ich auch im Krankenhaus gemacht. Das ist die Facecare Hydrolift Biozellulose Expressmaske. Die empfehle ich euch auch immer, immer wieder. Aktuell habe ich keinen Code, im Januar kriege ich wieder einen. Also bereitet euch gerne schon mal drauf vor. Da könnt ihr zum Beispiel jetzt schon euch beraten lassen. Da gibt es auch einen Produktberater, dass ihr schon mal im Vorfeld schaut, welche Pflegeroutine passt da am besten zu mir. Ne? Also ja. Und dann, wenn der Code kommt, Ende nächsten Monats wahrscheinlich, dann habt ihr dann den Startschuss.
Und könnt euch aber im Vorfeld schon mal informieren, welche Sachen da am sinnvollsten wären. Da könnt ihr zum Beispiel auch Probensets bestellen. Da kriegt ihr nachher nämlich auch das Geld erstattet von den Probensets, die ihr dort bezahlt habt. Ne? Und könnt dann einfach mal schauen, welche Pflege so für euch passen könnte. Das finde ich ganz cool, weil die haben eigentlich für jedes Hautbedürfnis die richtige Pflegereihe. Ja. Und ich persönlich habe eine trockene, sensible Haut und nehme da super gerne die Q10-Reihe, die mag ich gerne und ja, kann euch die ans Herz legen. Aber auch die Masken sind richtig, richtig geil. Auch diese Masken, auch die Pöttchenmasken, diese Magical Effect oder so, ne? Aber lasst euch da eingehend beraten. Da könnt ihr wirklich einen Fragebogen ausfüllen und so. Verlinke ich euch auch in meiner Infobox. Dann seid ihr schon mal vorbereitet für nächsten Monat. So, hier habe ich die ziemlich coole Biozellulose-Maske, die auch wie ein Saugnapf auf dem Gesicht hält, wirklich auch alles wieder so beruhigt und schön macht und ein Strahlen macht. Und mir hat die halt, wie gesagt, sehr gut gefallen. Habe ich zum zigsten Mal schon gemacht und ich freue mich da jedes Mal wie ein kleines Kind, wenn ich das Ding auf dem Gesicht habe, ich sag's euch. Auch im Krankenhaus, beziehungsweise danach, man weiß es nicht, Ultrabinden Skin Comfort Night Plus von Jessa. Ja, Binden habe ich gebraucht, im Wochenbett halt. Von Cetaphil habe ich den Gentle Skin Cleanser gemacht. Den fand ich eigentlich auch ganz gut, ne? War jetzt nur so eine kleine Probegeschichte, aber ja, fand ich tatsächlich sehr hautangenehm. Hier habe ich eine Lippenmaske von Alverde verwendet. Das ist mit Biohonig gewesen. Ich glaube, die hatte ich auch irgendwo in der Box mal drin oder in einem Adventskalender. Habe ich abends gemacht. Hat mich nicht so geflasht wie die, ich gebe es ja von Laneige oder so ein Pöttchen, ne? Auch wenn ich kein Pöttchen-Fan bin. Aber die pflegen halt richtig und die machen was Wirkliches. Und bei der hier habe ich jetzt nicht so den Ultra-Effekt gemerkt, muss ich gestehen. Da war ich froh, als ich die aufgebraucht hatte. Das hier war ein schönes Serum, The Lab. Oligo-Hyaluronsäuren-Boosting-Ampulle. Habe ich wie ein Serum verwendet, ist koreanische Kosmetik. Ist das... Nee, es ist Plastik, ne? Genau. Hat mir auch echt gut gefallen. Die hatte ich im Adventskalender drin. Weiß noch nicht in welchem. Stylevana? Glaub schon, ne? Ja, fand ich gut. Von Yuti habe ich iPads gemacht. Das ist die Beauty Boost Geschichte mit Ceramiden, Hyaluron und Zauberstrauch. Die fand ich top. Hatte ich im Adventskalender drin gehabt. Von Balea die Tuchmaske It's Waffle Time habe ich von Sebasti bekommen. Tolle Pflege, furchtbares Vlies, leider zu dick. Aber wie gesagt, tolle Pflege. Manche LE-Masken von Balea sind top, manche sind flop. Da musst du halt einfach irgendwie Glück haben, ne? Eine Fußmaske habe ich auch gemacht. Das ist die Foot Mask. Mit Shea Butter Vitamin E. Was ist das? Das müsste Lavendel auch gewesen sein, oder? Habe ich von Jen bekommen. Angenehm, beruhigend und kühlend und softening. Ja, hat die Füße soft gemacht. Habe ich hier noch ein bisschen dekorative Kosmetik? Ja, von Kinder Beauty Calm Kindness. Das habe ich verwendet, nachdem ich die cremigen Texturen auf mein Gesicht aufgetragen habe und habe damit quasi alles gesettet und ich habe es zum Pinsel anfeuchten genommen. Das war mal in der Beautybox drin. Fand ich ganz schön. Auch der Sprühkopf hat mir gut gefallen. Dann habe ich hier noch einen Eyeliner und zwar von Kia T, den Stamp and Drag. Da hast du auf der einen Seite halt den Eyeliner, der bei mir jetzt, also der ist relativ dick, ne? Aber damit konnte ich sehr fein zeichnen. Der ist so ein bisschen zur Seite gehuckt, weil ich ihn so oft verwendet habe. Und auf der anderen Seite so ein Stempel für den Wing, den habe ich aber eigentlich nicht verwendet. Den mochte ich gerne leiden, wirklich. Und ich war schade. Ich war traurig, als der ausgetrocknet ist, weil der wirklich gut war. Der ist nicht irgendwie blöd verlaufen oder so. Ich konnte damit eine präzise Spitze malen. Habe das auch oft hinbekommen. Hey Sammy, lass die Lampe stehen. Dass das auch einheitlich war auf beiden Seiten. Also quasi symmetrisch. Kriegt man auch nicht mit allen hin. Dann habe ich hier noch von Litchi and Gold, beziehungsweise von Seraphine Botanicals, den Litchi and Gold Healthy Glow Rose Gold Blush leer gemacht. Also ein Blush, es war auch nur so ein kleiner. War, glaube ich, in meiner allerersten Glossy Box drin. 3 Gramm sind hier drin gewesen. Den fand ich sehr, sehr schön, weil der hatte schon so einen Glow drin, aber nicht so Milani Luminoso Glow, sondern halt so ein subtiler Glow, halt so ein Strahlen von innen, fand ich echt schön und ein ganz toller Farbton, den fand ich auch ganz besonders, also leicht kühl, aber nicht zu kühl, sodass man dachte, oh mein Gott, das ist zu rosa oder sowas, ne? Also den fand ich wirklich schön, habe ich gerne verwendet und dementsprechend dann auch aufgebraucht. Komm, ein paar Masken noch.
Leute, ich sag's euch, ich habe keine Ahnung, warum bin ich so? Dann habe ich hier Augenfetz von Balea aus dem Adventskalender gemacht. Die Tuchmaske, The Most Wonderful Time, die sah auch sehr fancy aus. Mega gut, dünn, nass, Feuchtigkeit, hallo. Also die war schon derbe, hat mir richtig gut gefallen. Also da sieht man es halt wieder, ne? Teilweise können die halt richtig gute LE-Masken machen. Von Mask Bar, die Brightening Sheet Mask mit Vitamin C habe ich gemacht. Das ist ein biologisch abbaubares Vlies gewesen hier drin. Das sollte klären und aufhellen. Fand ich leider etwas zu klein, war aber erfrischend, war in einem Adventskalender drin. Dann habe ich von Annemarie Börlind Augenpads gemacht, dreimal. Die sind wie Dalton, aber parfümiert. Also von der Beschaffenheit, von der Haltbarkeit und so. Aber hier hast du halt wirklich die Parfümstoffe drin. Du riechst es halt richtig. Bei Dalton ist es halt nicht der Fall. Und die von Dalton sind auch noch biologisch abbaubar. Weißt du Bescheid. Und da würde ich mich nach wie vor sehr freuen, wenn die in den Pöttchen rauskämen. Dann habe ich hier eine Maske gemacht von Sephora, das ist die Wassermelonenmaske. Die musst du nur 5 Minuten drauf lassen und die ist immer so schön. Also die Masken von Sephora sind so eine Empfehlung. Die sind nass, die haben ein sehr dünnes Vlies und die sind einfach top, Leute. Die pflegen richtig, richtig gut, ne? Kann man sich mal gönnen. Augenpads habe ich auch noch von Balea gemacht. Wer hätte das gedacht? Mit Holo-Effekt. Das sind, glaube ich, Dupes zu den von Yuti dann, ne? Mit Hyaluron, Drachenfrucht und Vitamin C. Die habe ich auch von Sebasti bekommen. Fand ich richtig gut. Kühlend, aufpolsternd, kein Rutschen. Ja, das mit dem kein Rutschen ist für mich immer wichtig, weil ich bewege mich ja immer, wenn ich die drauf habe, ne? Ich putze mir die Zähne oder ich falte Wäsche. Ich mache dies, das, Ananas. Und dann möchte ich, dass die auch an Ort und Stelle bleiben und nicht im Laufe der Zeit einfach irgendwie gefühlt im Kinn sind, ne? Denn Augenfett sollen am Auge wirken und nicht, upsala, am Kinn. Dann habe ich hier von Shams die Hanf Chill Out Augengel Pads. Die fand ich leider nicht so gut, weil die verrutscht sind. Habe ich von Simone bekommen. Ja, fand ich von der Pflege her gut, aber wie gesagt, sind halt verrutscht. Von Balea die Tuchmaske Make a Wish mit dem magischen Duft nach Sternenzauber. Auch die habe ich von Sebasti bekommen. Vanilleduft, Vanilleduft ist halt dieser magische Duft. Das Vlies sitzt top und hat gute Dicke, spendet Feuchtigkeit, mochte ich gerne leiden. Also auch da wieder eine Limited Edition, die funktioniert hat. Und von Seva habe ich hier auch noch die Augenpads von Balea, Hydrogel-Augenpads mit Hyaluron und Kaktuswasser. Die fand ich gut und sind nicht verrutscht. So, dann habe ich auch noch von Grums die wiederverwendbaren Bamboo Cotton Pads. Die hatte ich auch in einer Box mit drin gehabt. Ich glaube, Trend Trailer Box war das, ne? Die habe ich aktuell in Anwendung, habe ich dann genommen, nachdem ich die von Crash Cosmetics halt aussortiert habe. Die gefallen mir aber recht gut, ne? Sind bislang auch noch nicht deformiert. Dann habe ich hier von Art Deco so Kollagen Booster Caps gehabt. 4 Stück waren hier drin und die waren sehr silikonig, waren im Adventskalender. Würde ich jetzt so nicht nachkaufen, weil die waren sehr trockensilikonig. Also ich mochte die nicht so gerne leiden. Da bin ich eher so Fan von, wenn ich so Drops habe, dass die halt wirklich dann auch so feuchtigkeitsspendend sind. Weil sowas nehme ich ja gerne anstatt von einer Ampulle oder anstatt von einer Maske. Und dann ist es irgendwie so dröge, wenn es halt so dröge kommt. Dröge ist nämlich Plattdeutsch, beziehungsweise ich glaube auch Holländisch, ne, für trocken. Und das ist tatsächlich auch eine sehr trockene Angelegenheit auf meinem Gesicht gewesen. Dann habe ich hier eine weitere Maske gemacht. Stop the Water While Using Me. All Natural Detox Face Mask. Die hat wirklich geklärt, also die war wirklich detoxifying. War gewöhnungsbedürftig, ne, weil halt sehr schlammig. Aber die hat wirklich geklärt. Also die hat der Haut wirklich gut getan. Und ich versuche ja auch die Masken, also diese Pöttchenmasken halt so zu machen, dass ich dann an einem Tag eine klärende habe, an einem Tag eine pflegende, an einem Tag eine straffende. Und dann gucke ich halt auch immer, wie mache ich das dann im Zusammenspiel mit meiner generellen Pflegeroutine, also auch quasi mit meinen Peelings und so weiter. Ne? Das ist immer so eine richtige Planungsgeschichte bei mir, aber es macht mir einfach Spaß. Also Pflege ist einfach so, es macht mir Freude, das zu machen. Dann habe ich hier so eine, es war relativ teuer, hatten wir in der Blissin-Box, glaube ich, mal drin, Embryolisse Philaderm Emulsion. Das ist eine
Bodylotion gewesen für sehr, sehr trockene Haut. Und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, denn ich habe eine sehr, sehr trockene Haut. Und ich glaube, das ist eher so ein Produkt, was so Richtung Apothekenkosmetik geht. Mir hat sie richtig, richtig gut gefallen und hat meiner Haut wirklich auch Nahrung gegeben und hat meine Haut genährt. So kann man das sagen. Dann habe ich hier ein Öl leer gemacht von Weleda, das Mama Schwangerschaftspflegeöl. Ich habe so viele Öle aufgebraucht während meiner Schwangerschaft und ich habe es auch immer noch in Anwendung, weil meine Hubis brauchen dieses Öl nach wie vor. Und das hat mir auch gut gefallen. Das ist auch ganz gut weggezogen. Also kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja, aber im Prinzip muss ich ehrlich sagen, es ist Pelle, welches Öl du nimmst. Ob du jetzt ein günstiges aus einer Drogerie nimmst, ob du ein sehr hochpreisiges nimmst. Ich habe eins gehabt, was ich aussortieren musste, weil mir das Pickel gemacht hat. Das war das von Bellybutton. Ansonsten würde ich bei allen Ölen, die ich ausprobiert habe, sagen, waren gut, ne? Haben alle gut geholfen. Dann habe ich Stilleinlagen von Lansino verwendet. Die fand ich richtig, richtig gut. Richtig, richtig, richtig gut. Da habe ich auch die Brustwarzensalbe von, die mir sehr gut gefällt. Das ist nur halt relativ teuer, ne? Ja, genau. Deswegen greift man dann trotzdem zu den günstigen zurück. Hier hast du nämlich eine sehr, sehr große Klebefläche, ne? Ja, ja. Dann habe ich hier von Elizabeth Arden die 8-Hour Cream verwendet. Und die habe ich verwendet an meiner Momo. Das war meine Intimpflege. Und da muss man aufpassen, denn die hatte auch so eine leichte orangene Färbung irgendwie mit drin. Keine Ahnung warum. Und wenn ich dann eine helle Unterbüchse angezogen habe, dann hat die sich auch gerne mal so ein bisschen gelblich verfärbt, sodass man sich gedacht hat, so, was habe ich denn da schon wieder gemacht? Aber nein, es war die Creme tatsächlich. Darf man sich nicht erschrecken. Tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich. Dann, den habe ich aufgebraucht von Twicy. Da habe ich mal eine Kooperation gehabt, aufgebraucht in dem Sinne, dass er jetzt leider kaputt ist. Das ist ein Schwämmchen, ne? Ja, ansonsten mochte ich die Schwämmchen von Twicy sehr gerne. Ich packe meine Schwämmchen, ja, nachdem ich sie mit der Hand ausgewaschen habe, immer zusammen mit meinen wiederverwendbaren Abschminkpads einfach in so ein Wäschenetz und dann kommt es ja in die Waschmaschine und den Trockner. Ja, da bin ich eiskalt und dann müssen die das halt abkönnen, ne? Und ja, die ist jetzt halt, oder dieses Schwämmchen ist halt im Laufe der Zeit etwas gerissen. Dann habe ich hier in der Vegan Beauty Basket etwas drin gehabt von Summer Cosmetics Body Chocolate Marzipan feste Körperlotion. Nein, auf gar keinen Fall. Fand ich ganz furchtbar. Krümelt. Fand ich ganz schlecht. Also kann ich nicht empfehlen. Schade. Also ich versuche ja auch gerne mal feste Produkte zu verwenden und zu mögen. Das mochte ich gar nicht. Dann habe ich hier noch von Samian, das ist die Marke der Harrisons, habe ich in der Foodist x Sarah Harrison Box drin gehabt, die Soft Cleansing Milk drin gehabt. Ja, die war gut, ne? Würde ich mir jetzt aber, glaube ich, jetzt nicht unbedingt nachkaufen. Dafür fand ich die jetzt nicht überragend gut. Dann habe ich noch zwei Lippenprodukte und zwei Ampullen. Und dann haben wir es für heute geschafft. Der Wahnsinn in Tüten, Leute, das ist ja krass. Hier, Ampullen. Isana habe ich einmal gemacht. Das Vitamin C Konzentrat war im Adventskalender. Das hat richtig schön Glow gespendet. Ne? Das mochte ich gerne leihen. Da muss man jetzt nur aufpassen. Mache ich da ein das Dings mit rein. Und auch aus dem Isana Adventskalender das Beauty Konzentrat mit Squalan, ein Ölserum. Ergiebige Ölbombe habe ich mir drauf geschrieben. Läuft. So, und dann habe ich noch zwei Sachen. Das ist einmal Lippenpflege von Le Papier. Ja, da ist noch ein kleines bisschen drin, ne? Also ja, man sieht es halt noch, ne? Da ist noch ein bisschen was drin, aber ich habe keinen Bock mehr. Das war halt so ein großer Stift auch, den man dann halt immer wieder halt abmachen konnte. Du hast im Prinzip am Ende Papier, was überbleibt und vielleicht ein bisschen was von dem Lippenpflegestift. Hier unten ist nämlich auch noch der Rest, ne? Das ist halt hier unten ungeschützt, finde ich auch ein bisschen merkwürdig. Ist aber eigentlich gar nicht so verkehrt. Es ist aber jetzt nichts, wo ich sage, oh mein Gott, da hast du die mega Lippenpflege deines Universumslebens drin. Ist jetzt nicht so ganz bombastisch gewesen, nee. Etwas, was ich aber sehr gefeiert habe und wo ihr mich auch oft nachgefragt habt, ist hier von Dior Addict der Lip Maximizer. Den habe ich hier in einer sehr, sehr hellen Farbe gehabt. Da sind 2 ml drin, die Farbe 001. Den hatte ich weiß es nicht, irgendwo mal in einer Goodie Bag oder so mit dabei. Der macht so einen leichten Plumping-Effekt auch auf den Lippen und den mochte ich sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Hat auch so eine leicht minzige Geschichte, ne? Also der war schon schön. Ja, ja, aber der aufgebraucht. So, das war jetzt mein mega schönes Aufgebraucht-Video mit so vielen Masken. Was stimmt denn nicht mit mir?
Kann mir das mal einer beantworten? Ja, wahrscheinlich durch die ganzen Adventskalender war dann halt so viel mit dabei, dass ich mir gedacht habe, ja komm, hau raus, Kokette, ne? Ihr Lieben, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du zuletzt aufgebraucht hast und wie du es so fandest. Das fände ich mal ganz interessant. Ansonsten vielen Dank an Beautymates für die wundervolle Kooperation in diesem Video. Und ja, auch an Dalton, ne? Mit Dalton habe ich nächstes Jahr was ganz Großes vor, da bin ich ja auch mal gespannt. Ihr werdet safe mitgenommen, Leute. Ja, ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Aufgebraucht-Video mit den Produkten aus Dezember. Und wenn es dir hier gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen aufgebraucht und platt gemacht Videos. Wo ist die Frau mit ihren Gedanken? Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!